Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder für die Internetseite Play Experience. Ihr wisst Bescheid, wie immer findet ihr unten in der Beschreibung den Link zur Facebook-Seite. Lasst uns gerne ein Like da und bleibt immer auf dem aktuellen Stand rund um Gaming. Heute darf ich euch wieder zu einem Unboxing begrüßen. Ich habe ein Paket bekommen und ja, ich weiß noch nicht, was drin ist, aber wenigstens weiß ich, von wem es ist, denn ein Paketbote hat mir ein Paket von Yamaha zugesendet. Und ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Heute mal wieder ein ganz spontanes Unboxing. Dementsprechend würde ich sagen, quassel nicht lang rum, wir legen direkt los. Und zum Vorschein kommt etwas für alle audiobegeisterten Streamer, YouTuber. Mit dem kann man auf jeden Fall was anfangen. Zumindest ja, der erste Eindruck. Kurz muss ich noch sagen, ich habe nämlich hier hinten das Yamaha MG12 und ich bin mehr als zufrieden. Also die Probleme, was ich hatte mit meinem Behringer zuvor, eigentlich möchte ich ja andere nicht schlecht reden. Aber qualitativ war das einfach schlecht. Sorry, Behringer, ist halt so. Und mit dem Yamaha habe ich einfach ein sehr gutes Ergebnis bekommen. Heute aber zum Unboxing. Das Yamaha AG06, ein Mischpult. Mixing-Konsole mit 1... zwei Eingänge sehe ich auf jeden Fall schon mal. Cinch, dann die 6,5er Klinke sehe ich. Zwei Mikrofoneingänge. Sehr schön. Und was mir echt gut gefällt an dem, in weiß. Aber Freunde, jawohl, bleibt mal dran. Ich sehe da was. Aufpassen. Dranbleiben, ganz wichtig. So, wir packen das Ganze aus und schauen mal rein, was es denn so gibt. Eine quietschbunte Anleitung darf nicht fehlen. Dann gut verpackt das Mischpult. Ich denke, das interessiert die meisten. Wir haben hier einen USB-Anschluss, also könnt ihr das direkt an eurem PC anschließen. Und dann komm mal her, gutes Stück. Sieht schon, boah, das sieht richtig gut aus. Dieses richtig schön knallige Weiß sieht mega gut aus. Wir haben hier noch einen Mikrofonanschluss, auch interessant. Einen Mikrofonanschluss mit 3,5er Klinke habe ich bisher jetzt noch nicht wirklich gesehen. Kopfhöreranschluss, ja. Heißt, rein theoretisch könnten wir ein Headset, das Kopfhörer- und Mikrofonanschluss hat, über das Ganze steuern. Und ich bin gespannt, weil wenn man hier noch ein bisschen was an der Höhe etc. verändern könnte, boah, das wäre gut, das wäre echt mega. Was haben wir noch? Wir haben 1, 2 Eingänge, wie schon erwähnt, einmal Cinch, einmal 6,5er Klinke. Wir können Monitor out, wir können Stereo out. Ob ihr jetzt über eine Anlage oder direkt über Monitore bzw. also Monitorboxen, muss ich ja sagen, geht, bleibt eigentlich euch überlassen. Wir haben hier einen Kompensator, einen Equalizer, wir können sogar Effekte, also ich bin gespannt, was wir hier aus dem kleinen, aber feinen Ding rausholen können. Und das Wichtigste, wir haben eine Phantomspeisung mit 48 Volt. Schön, schönes Gerät, gefällt mir echt gut. Oh, ihr könnt sogar eure Tablets, Handys etc. über einen AUX ansteuern. Auch nicht schlecht. Ich kann mir da echt einen guten Stream vorstellen. Ihr packt euer Mikrofon rein, ihr packt eure PlayStation drauf oder euren Gaming-PC, bla bla blub. Ihr könnt hier über einen separaten Aus- und Eingang, beziehungsweise in dem Fall ist es ja ein Eingang, aber für euch ja nachher wieder ein Ausgang, komplett verwirrt, aber
Ihr könnt dort dann eure Musik abspielen und es alles getrennt voneinander die Lautstärke regeln. Gefällt mir sehr gut. So, soweit, so gut. Wir haben einmal dann noch hinten einen DC mit 5 Volt Anschluss und natürlich den USB 2.0 Anschluss. Schönes Gerät. Ich bin begeistert. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Deswegen, nicht nur deswegen liken drücken und dranbleiben, abonnieren, weil wir werden das auf jeden Fall auf Herz und Nieren testen. Aber ich sehe da noch was anderes. Und ich bin mal gespannt. In den tiefen Abgründen verbirgt sich auch noch ein AG03. Ich bin mal gespannt, was Yamaha uns da vielleicht damit sagen will. Ich will noch nichts versprechen, aber ich kann euch nur empfehlen, abonnieren, dranbleiben, ganz wichtig. Ich spreche es noch nicht aus, aber ich werde auf jeden Fall mit den Jungs von Yamaha mal noch ein Wörtchen reden, ob da vielleicht so eine Art Gewinnspiel drin ist. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum ich gleich 2 solche Geräte zugesendet bekomme. Wir werden es natürlich für euch testen, keine Frage. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall dran. Es sieht mir aus wie ein kleiner Bruder von dem 06er. Ein Eingang, ganz simpel eigentlich aufgebaut für die ersten Schritte. Soweit, so gut. Heute würde ich mal sagen, das war das Unboxing. Bis hierher und nicht weiter und wir switchen dann in den Test in den nächsten Videos. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich im Like freuen. Abonnieren, Glocke nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.